3, 2, 1, Böses im Start. Hallihallo Leute, heute zum neuen kommentierten Commentary von mir auf diesem Kanal. Und es ist Mittwoch, es ist gerade mitten in der Woche und wir haben noch 2 Tage vor uns, Schule. Und dann ist eigentlich vorbei oder Arbeitstage, ich weiß nicht wie lange ihr arbeitet oder auch nicht. Und heute zu einem Thema, wie ihr schon oben gelesen habt, zu meinem Ostergeschenk. Und ja, mein Ostergeschenk ist eigentlich sozusagen, kann man sagen, muss man sagen, ein Gewand. Ja, ich wünsche mir Gewand. Oh mein Gott, was bist du für ein Lappen? Du wünschst dir Gewand. Lappen. Ja, ich bin Lappen, ich weiß. Und ich fange an, ich bekomme, also ich habe 4 Sachen, also 3 Gewandstücke, die ich bekomme vom Oma Opa. Hoffe ich mal, dass ich die bekomme. Und dann noch ein Spiel von der Mutter und Vater. Also das Mutter-Vater-Spiel ist Black Ops 1. Das werde ich mir mit diesem Geld kaufen. Also es wird danach immer viele, viele Black Ops 1 Videos kommen. Da ich Black Ops 1 sehr, sehr, sehr geil finde. Und ja. Dann jetzt zu den Geschenken. Sorry Leute, meine Schwester war wieder hier und ich raste aus, wenn ich das nochmal machen muss. Da das jetzt schon der 3. Versuch ist. Ja, wie gesagt, ich bekomme mal meinen Trainingsanzug im Wert von 159 Euro, glaube ich, ja, von meinem Opa. Wird jetzt ein Foto drin sein, den Preis und so. Dann von meiner Oma bekomme ich Trainingshandschuhe im Wert von 29,90 und ein T-Shirt im Wert von 34,90, soweit ich ja weiß, werden alle Fotos drin sein und auch der Preis und natürlich wird auch alles verlinkt sein und so, dass man hier auch wirklich alles sieht. Und ja, dann wie gesagt, Black Ops 1 werdet ihr kennen. Ich werde trotzdem jetzt noch mal ein Foto reinholen, wenn ihr dich nicht kennt. Aber jetzt zu dem Gewand. Es ist ein Gewand von der Marke Busch Aprilia. Eine sehr unbekannte Marke, aber ich finde eine sehr geile Marke. Sie wird auch, also sie sponsert Arid Bang Kollega. Es ist so eine Art Fuck Life wie die von Tupac Marke. Und ich finde sie echt geil. Es wird auch ein Link in der Beschreibung sein, wo ihr selbst alle das ganze Gewand, das ist nicht viel. Ich glaube, es gibt nur 12 Kleidungsstücke aussuchen können. Und ja. Zu Black Ops 1, ich werde, wie gesagt, Black Ops 1 Commentaries dann öfters machen und noch länger. Ich will vielleicht so irgendeinen Road mal machen, wenn ich wieder Zeit habe in den Osterferien, da ich dies alles zu Ostern bekomme. Und ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum erzähle ich euch das? Weil ich eigentlich wissen wollte, was ist euer Lieblings-COT? Also erste Frage. Und zweite Frage, warum oder weswegen findet ihr Gewand zu Geschenken scheiße oder findet ihr das gar nicht scheiße? Und die dritte Frage, kennt ihr die Marke Busch Aprilia? Was haltet ihr von dieser Marke? Oder wie findet ihr diese Marke hauptsächlich? Ja, das war's eigentlich jetzt schon von mir. Ich werde das Commentary, also dieses Video nochmal irgendwo nehmen, da ich hier auch dann noch, glaube ich, eine Mob schaffe. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Boysens.